Moin Moin und ein recht herzliches Willkommen zurück zur neuen Folge OMG 2. Ja, wir sind wieder mal für Rhein Silbergold unterwegs. Der Kollege hinten uns dran, den habe ich gerade seine Tür übernommen. Haben gerade noch ein paar 5 Minuten, bis wir dann auch losfahren können. Ja, Leute. Das gestern, der Stream, 5 Stunden, hat mir auch sehr besonders gut gefallen. Aber wie gesagt, ich habe euch eigentlich heute auch am Donnerstag versprochen, 3 Stunden OMG aufzunehmen. Das werden wir auch tun. Ich werde 3 Stunden Fahrten aufnehmen. Und das Ganze dann mal ein bisschen, eine Tour in Rhein-Silbergold-Ruhrgebiet, paar auf Städtedreieck und eine auf Alheim. Das ist das, was mir heute auf dem Plan ist. Die kommen dann in den nächsten paar Tagen dann auch raus. Ne? Ja, schade, dass da ein anderer da meint, nichts gerne wieder von meinem Kanal zu wissen. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank für euren Support. Wir wollen auch gar nicht lange rummachen. Die neue Karte habe ich mir noch nicht angeguckt, aber das werde ich im Laufe des Wochenends mir mal vornehmen, um mir mal ein bisschen den Eindruck zu machen. Vielleicht hole ich sie mir, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich möchte unvoreingenommen dahin gehen, weil Sachen, die ich nicht kenne, die werde ich natürlich nicht beurteilen. In dem Fall nur das, was wie es bei mir halt quasi abläuft. Ja, 40 Minuten haben wir Zeit heute, ein bisschen was du gemeinsam zu fahren. Deswegen würde ich auch gleich mal ein bisschen die Zeit vorspulen. 24 sollen wir abfahren. Und einfach ein bisschen die Zeit zu genießen. Und ein bisschen die Hermannschule damit zu fahren. Ist ja wieder. So, genau. Wie gesagt, wir suchen immer noch ein bisschen Fahrer. Auch wenn heute leider kein Stream stattfindet, es hat damit zu schulden, dass bei mir die vor der Haustür eine Baustelle ist und überall bei uns im Ort wird ein Glasfaserkabel gelegt. Das heißt, wir kommen endlich mal ans Netz. Und naja, ihr könnt ja Verständnis dafür haben, wenn halt immer mal die Verbindung vom OBS abstürzt. Ne? Also ich bin jetzt auch gerade dabei, wieder die paar neuen Szenen hinzuzufügen. Also der PC packt es auf jeden Fall. Damit habe ich keine Probleme, aber ich freue mich halt mal. So, auf jeden Fall habe ich heute am Donnerstag viel zu tun. Es hat mir auch ein bisschen, wie soll ich sagen, solch Netzwerk mal unterwegs zu sein, um auch wieder ein paar Posts loszulassen. Wohnkampfstraße. Du weißt schon, wo wir sind, oder? Ah. Ja, du Zwergler. Die Kasse-System ist aus von Zwergler, ne? Junge. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Städtedreieck, dass es mit Einzug erfindet, weil es kann nämlich sein, dass wir den nächsten Monat, also zumindest wenn alles klappt, die Karte im Rhein-Silbergold reinkommt. Moin! Tag. Keiner will raus und da war. Dass sie damit reinkommt bei uns in den Betrieb. Heißt natürlich auch, dass wir ein bisschen was haben müssen. Ich hoffe, dass wir das dann auch packen von dem Finanziellen her. Denn ansonsten, da will keiner mitfahren. Ja, Verspätung kassieren wir auch mal wieder. Aber ist normal, ne? Nächste Haltestelle, Scheibeweg. So. Dann euch noch mit, ihr Lieben. Ja. Ich habe gesehen, einer meiner Moderatoren haben einen neuen Reiter bei mir auf dem Discord erstellt. Und zwar für Spiele, die er gerne vorspielt, anzocken sollen. Und wie gesagt, nächste Haltestelle, Schwedenstraße. Dann schauen wir einfach mal. Ah, der fährt da hinten.
Nächste Haltestelle, Vossstraße. Jawohl, da sind wir doch im Einklang. Und ja, ich habe gestern Abend, also ich habe auch, wie gesagt, ich habe jetzt von Mittwoch auf Donnerstag echt so gut geschlafen. Ich war auch echt kaputt, vielleicht habt ihr das ja auch gesehen im ACC. Übrigens erstmal, ich finde es sehr stark von euch, dass mindestens noch 10 Zuschauer da geblieben sind, 11 sogar, und sich das Ganze angeguckt haben. Erstmal vielen, vielen Dank, ne, für euren lieben Support. Und das ist schon, ja... heftig, 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 was da alles nochmal ist. Na, oben, sie haben wieder seine typischen Ticken. Und, ja. Ich habe dann natürlich noch ein paar andere Sachen, also ich habe mir die Zeit einfach mal dazu genutzt, um mir mal ein bisschen was Gutes zu tun. Auch wenn der heutige Tag ein bisschen anders ist. Glaubt mir, es regt mich selber auf, dass ich mal jetzt streamen kann. Ich versuche auch, wie gesagt, wenn ich jetzt heute Morgen die Aufnahmen mache, erscheinen die ein paar Tage. Ich bin heute nämlich auch bei anderen Twitch-Kanälen unterwegs, um auch ein bisschen meinen Support da mal leisten zu leisten, weil es mir einfach wichtig ist, auch mal dort präsent zu sein. Und das war am Rande. Ja, ihr habt mitbekommen, die kommende Woche, dass am Mittwoch, Dienstag kein Livestream stattfindet und am Mittwoch eventuell, ich weiß es nicht, weil mein Vater kommt vorbei und ich weiß nicht, wie lange er bei mir ist, ob man danach am Abend noch einen Livestream macht. Vorerst habe ich ja gesagt, wenn wir jetzt Streams machen, nehme ich quasi Videos, also Streams, wenn ich direkt ein Video mache, dass die dann am nächsten Tag erscheinen, ist das ein bisschen, ja, vom Rhythmus ein bisschen durcheinander gekommen, aber da ist halt, wenn man wieder nur streamen will und wieder alles noch rauspushen will, ja, hast du so ein bisschen den Überblick. Und das ist momentan auch so das Problem, was ich habe. Ich muss dazu auch sagen, dass ich da einen Rhythmus quasi versucht zu erstellen, dass der vor dem Post, nach dem Post ein bisschen was, ja, ein bisschen was dazu schreiben, und deswegen werden wir auch die Streamzeit ein bisschen verkürzen. Einfach um, sagen wir mal, als Test 6 Stunden davor mit den ganzen Screenshots, dass ich das abends noch eine Stunde dafür dann machen kann. Einfach auf die Shorts abends dann auch zu veröffentlichen. Weil selbst vormittags ein bisschen dahin zu gehen, das ist halt so mein Problem, was ich da ansehe. Einfach ein bisschen, ja, die Reichweite zu erhöhen. So. Bleiben wir jetzt einfach gerade mal ein bisschen stehen. Kollege, ich glaube, du willst nämlich auch vorbei, ne? Ich lasse dich mal vor. Dann geht jetzt schon, dass auch an der Haltestelle dann auch die Leiter mitnehmen kann. Ja. Ansonsten, ja, ist an dem Donnerstag nicht wirklich viel los, außer dass ich jetzt noch ein bisschen dann die Shorts veröffentlichen werde. Und hoffe, dass ich zumindest heute mal ein OMSI-Video heute rausholen kann. Für euch. Ich habe auch, wie gesagt, das mit dem GIF vom schönen Lukas mitbekommen. Ja. Und... Ich habe prinzipiell, was solche Giveaways betrifft, nicht wirklich viel Glück, was zu gewinnen. Ich habe meistens echt immer die Peststräne. Deswegen ist es so. Ja. So, schaffen wir es. Ja, wunderbar, das passt. Das gefällt mir. So.
Wollen wir gucken, dass die Fahrgäste auch heute ein bisschen pünktlich sind. Und deswegen. Vor allem die Screenshots, die ich ja jedes Mal mache, die hole ich am Freitag auf einen extra Stick und schicke es natürlich extra auf dem anderen Discord, also auf einen anderen Stick, und dann füge ich es quasi da ein. So als kleiner Wochenrückblick. Und das will ich halt versuchen, dass man das vielleicht täglich da so macht, statt am Freitag wochenrückblickmäßig. Weil wenn es andere packen, wird ich doch auch auf die Reihe. Auch auf die Reihe bekommen. Ja. Wir werden, also ich habe mir auch vorgenommen, bei den Fahrten von die Linienfahrten von Städtedreieck die Linien abzuklappern. So wie sie quasi kommen. Also von 24, ich glaube, angefangen. Bis die Nachtlinien oder die RL-Linien. Allerdings finde ich es auch schön, dass da diese Zielcodes, ne, wie zum Beispiel festig, wenn die oben an der Beschilderung drin sind, dass du einfach die IBIS-Codes eingeben tust. Und das macht das Ganze noch ein bisschen authentischer. Wie gesagt, das habe ich alles auf meinem Laptop. Normalerweise gehört es ja auch hier oben an hingeklatscht oder hier unten an so eine kleine Tafel, ne, wenn du irgendwas brauchst, dass du es schnell eingeben kannst. Das finde ich immer ein bisschen schöner und individueller. Und so, da wollen wir mal gucken. Ja, ich habe die Grafik ist noch ein bisschen aufgedreht von Städtedreieck, dass wir ein bisschen die KI haben. Deswegen darf ich das Geruckel ein bisschen zu entschuldigen. So, deswegen habe ich heute auch mal ein bisschen mehr die Zeit genommen und auch ein bisschen auszuschlafen. Und auch gestern mir noch in meiner Serie weiterzugucken. Moin. Da ist nämlich jetzt noch gestern die neue Folge von Ahsoka Tano rausgekommen. Und die auch sehr spannend war. Die Suche nach Ezra Bridger. Ich meine, alle, die dann Rebels angeschaut haben, die müssen ja wissen, wovon ich rede. Jetzt haben sie ihn gefunden, aber die Emotion, was bei den Rebels in Comic war, oder die durch die ganze Serie, was man da geschaut hat, weil ich habe gedacht, Sabine hätte so Gefühle für Ezra Bridger gehabt. Das vielleicht, oh, voller Vorfreude. Ich falle dir um den Hals, so nach dem Motto. Aber als die Folge gestern rausgegangen ist, habe ich irgendwie diesen Flow vermisst, ey. Also da war wirklich gar nichts da. Also. Ja, toll, wir haben gefunden, da ist er. Und diese Vorfreude einfach, ich weiß nicht. Sie kam nicht wirklich so rüber, wie ich es eigentlich mir gehofft hatte. Fand ich ein bisschen schade. Gerade bei solchen Serien finde ich es immer schön, wenn man einfach sowas sehen kann. So, Thema Screenshot. Schön. Und ja, ist das halt schon ein bisschen, da. So. Im Oberhof haben wir natürlich dann wieder ein bisschen Wartezeit. So. Aber ich muss dazu auch sagen, bei Städtedreieck, um auf das Thema zurückzukommen, ich weiß, ich springe heute ein bisschen mit meinen Gedanken. ICE3. Doppelstockwagen. Baureihe 146. Also, wenn man sich schon so viel Mühe macht für so eine Frühwerkkarte. Ja, ich bin baff. Ich bin wirklich baff. Gerade 21, na gut, wir haben jetzt 23, aber trotzdem, aktuell up-to-date sein, das ist halt schon, ja,
bisschen das Wahre, ne? Also es ist halt, wenn du mal an einem Tag halt kein OMSI2-Video machst, ist es ja auch nicht schlimm. Ne? Aber auch wenn ich sage, wir machen was anderes, es kommt jeden Tag mal vielleicht ein OMSI2-Video. Das ist halt so, oh da guck, guck, da habt ihr schon wieder. Ich find's einfach klasse. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die Vielfalt ist für mich einfach das Entscheidende. Wenn man sagt, auf der Karte, es ist da. Man kann es benutzen. Aber das wird einfach dargestellt, dann ist es wirklich, wirklich super. Ja, ich fahre nämlich hier gerade auch mit 22 FPS rum. Und deswegen ist jetzt auch da eure Mithilfe mal gesagt, was man da so machen kann an der Grafik zu verändern, Grafik zu verbessern. Klar, ich habe ja, Johannes, Grüße an dich, du hast ja mir mal deine Einstellung geschickt. Die werden wir auch mal testen. Einen Kinderfahrschein bitte. Aber geht doch. Schön. Danke. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Und ja, ihr seht auch hier die Kernmaschine da vorne. Müssen aber trotzdem stehen bleiben, weil das alles uns ein bisschen aufhält. Wie gesagt, die Kernmaschine wird uns jetzt auch mal aufhalten. Gehört auch ein bisschen dazu, aber ja, so ist es halt. Ja. So ist es halt. Selbst bei der Aufnahme gerade, wenn ich noch ein bisschen die Wartezeit habe, bin ich gerade noch bei Twitch unterwegs. Ne, und schauen wir halt noch gerne an. Ich muss sagen, Pavel ist auch gerade unterwegs. Halt, ne? Was ist los, Alter? Ach ja. Mal nochmal welche mit rein, da kommen sie rein. Ach, ihr tut mir leid, jetzt habt ihr die Karte gedrückt. Ja, schön, Marsch, das Kernmaschine. Jetzt haben wir freie Bahn, das gefällt mir. Oh Gott, war ich gerade gehässig? Naja. So, was habe ich an den Donnerstag eigentlich auch noch geplant? Ja, und zwar, dass ich den Community-Trailer noch ein bisschen überarbeiten. Das mache ich, habe ich eigentlich gesagt, möchte ich auch oft eigentlich im Stream zeigen. Aber das mache ich nämlich jetzt auch offscreen. So, wir wollen auch noch mal ein bisschen die Zeit vorspielen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das kennen wir ja noch. Ja, 5 Minuten waren zu viel. So. Da gerade mal schnell die Aufnahme gestoppt, dass ihr das Ganze dann bekommt. Lieber ein bisschen Verspätung mit rein als keine Verspätung. So. Ja. Ist ja auch mal eine andere Tour heute. Gefällt mir. So, dann, wie gesagt, jetzt gerade für rein Silbergold unterwegs. Jeden Tag eine Tour. Offscreen natürlich sind da dabei. Und, gesagt. Individuell gestalten wir das Ganze natürlich. So. Ja, ist auch jetzt so ein typisches Schmuddelwetter. Ja, das glaube ich. Moin.
Was ich auch noch sagen kann, auch wenn es ab und zu immer mal die gleiche Karte fährt, ne? So jetzt ich bei rein Silber, Gold, sind doch die Themen, die in dem einen oder anderen Video drin sind, schon wichtig, das mal anzuhören. Ne? Also versteckte Rätsel könnten auch irgendwann mal kommen, um ein bisschen mehr Aktivitäten da reinzubringen. Und bin ich immer noch gern dabei. Hallo. Stufe A Tageskarte bitte. Gerne. Viel Spaß bei der Busfahrt. Aber gerne doch. Ah, guck mal, auch noch ein Skoda. Schön. Oh. Also zum Beispiel auch die Screenshots, die ich ja jetzt auch mit dem Bus da mache, die setze ich auch bei Twitter und Facebook einfach auch rein. Ne? Also da, dass einfach dort ein bisschen die Aktivitäten mit reinkommen. Ne? Dass man merkt, dass ich mit drin bin. Ja, gerade schon wieder von Screenshots reden. Manchmal ist es auch ein schönes Bild. Ab und zu so ein schönes Motiv zu finden, wie ich es finde. Klar sind es ein bisschen die Schnappschüsse, aber... Ja. Naja, so ist es halt. Ich versuche halt stets immer mein Bestes zu geben für euch, dass dieses Programm aktiv bleibt. Jo. Ich glaube, wenn man morgens fahren, so ab der 5 bei der Linie, kann schon sein, dass da ein bisschen mehr ist. Auch wenn ich immer... Ja. Es ist halt die Herausforderung. Enge Straßen mit dem Gelenkbus einwandfrei da durchzufahren. Fehlerfrei vor allem. Aber... Jawohl. Und doch. So. Auch noch mit. Hallo. Ach. Vor allem sieht er hier am Kassensystem etwas. Ich lasse hier immer noch die Karte da oben liegen. Schnell, sonst wird er mal wieder geblitzt. Jetzt mal eine Frage an euch. Wenn wir so dieses OMSI 2 Format so beibehalten, ne? Aufnahme, schreibt mal bitte unter die Kommentaren oder in den Kommentaren rein, was ihr gerne euch wünschen würdet, was zur Verbesserung
ich tun könnte. Das wäre einfach mal für mich sehr, sehr interessant zu wissen. Ich möchte mich ja auch ein bisschen der blinkt, ich sehe doch, dass er blinkt. Wie gesagt, ich möchte mich schon ein bisschen verbessern. Jo, dankeschön. Warum bleibt denn einfach nicht ein paar Meter stehen? Ihr seid so KI, das gibt's gar nicht, ey. Hast eine tolle Idee, du möchtest feedbacken, was machen die? Die fahren dir gleich in die Karte rein. In die Karre rein. Ach, der Liebe da. Ich denke, ich mache schon irgendwas wieder. Ja. Wer zum Beispiel auch ein Gastauftritt für euch interessant, dass wir so ein paar Gesprächsthemen einfach mal haben. Oder Themen, die so im Alltag stattfinden, mal so mit reinnehmen. Links, dann kann ich rausfahren. Ich danke dir. Weil das wäre halt für mich mal gut zu wissen. Ne? Oder sind es so technische Spezifikationen, die wir machen könnten? Worüber wir mal so im Stream reden könnten, und einfach so Aufnahme aufnehmen können. Das wäre halt so, ja, was Schönes daran. So, aber ich muss gerade mal sagen, ist denn in Manfred schon eingestiegen? Habe ich halt noch gar nicht gesehen. Lass uns mal gucken. Manfred, wo sind sie denn? Ey, kein Manfred. Wie krass ist das denn? Das gefällt mir. Schöne Aktion. So, und jetzt habe ich es erwähnt und jetzt habe ich es erwähnt und vorne steigt dann gleich so ein Manfred ein. Ich habe manchmal immer so Angst, ey. Hallo. Und da. So. Was mir auch besonders gut gefällt, ich meine, das ist auch wenigstens die KI jetzt mal ein bisschen mehr unterwegs ist. Also ihr merkt es hier, ne, von der KI, hier ist so viel unterwegs, gerade zwar immer dieselbe KI, aber... halt schon ein bisschen Leben. Das gefällt mir schon. So. Meine Lieben, ihr habt nichts gesehen, aber ab und zu müssen wir das machen. Wäre noch schön, wenn ich mich wieder verfranst hätte.
Jawohl. Guten Tag. Macht da jemand mit? Nein. So. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye. Münsterländer Straße, ja. Auch eine der. Oder Rosenweg hier links, wenn man fährt. Da möchte keiner mit. Ja, ich glaube, die Wärme mag uns nicht, ne? Die mag uns wirklich nicht. Ja, und einmal grüßen. Der Händewinker, wie man es so schön nennt, ne? Also was auch Videoaufnahmeformaten sagen, kann ich euch einen Tipp geben. Wenn ihr das über OBS aufnimmt, ne? Auf 4K oder wie auch immer, nehmt es auf jeden Fall im Aufnahmemodus MKV auf. Weil im MKV-Modus, wenn ihr dann das nämlich über OBS remaxen tut, also auf MP4 umwandeln tut, remaxen ist nichts anderes als umwandeln, habt ihr eine Möglichkeit, dass auf jeden Fall, wenn das Video kaputt ist mit MP4 oder irgendwas, dass ihr auf jeden Fall dort eine bessere Rettungsmaßnahme für eure Videos auf jeden Fall habt. So. Das Lenkrad einschlagen schon mal. Moin. So. Na komm, fahr, ich warte noch auf dich. So fair bin ich noch. Was wird gleich? Ups, au, 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 so. Und deswegen, wenn ich dieses Video immer ein bisschen überarbeiten tue oder was Neues hinzufügen tue oder bestimmte Sachen einfach versucht zu finden, dauert halt immer ein bisschen. Bis dann bei mir, oder wo ich sagen kann, ja, das Video ist für mich richtig, ich kann das so rausschicken. So, Hallöchen. Oh Mann, ich freue mich, wenn die Aufnahme schon im Kasten ist. Hey Leute, ich freue mich gleich, wenn es losgeht mit Städtedreieck. Ich bin so heiß drauf, ey. Egal, ob die jetzt noch Fehler hat oder nicht, aber wir gucken, dass wir mal noch einen anderen Bus bekommen. Um die dann noch ein bisschen MAN zum Beispiel fahren. Mal schauen einfach. Weil ich denke, mit dem ZF sind wir jetzt lang genug gefahren. Muss doch mal was anderes fahren. Hallo. Dankeschön für den Fahrgast. Er will halt nichts von mir. So Kollege, du willst hinten rein, wir fahren mal raus. Ja, welch hinter mir reinfahren? Wir fahren da mal raus.
So, fährt dann zu einer Kollege schon. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn da vorne jetzt schon die S-Bahn steht, meine Ablöse. Es würde mich freuen, wenn wir uns dann auch wieder zum nächsten Video quasi sehen. Lasst mir doch gerne auch ein Like und ein kostenloses Abo da, dass wir die 200 voll bekommen. Dann mache ich mal für die 200 gerne ein kleines Special. Was für ein Special das sein soll, das möchte ich euch gerne überlassen. Das können wir auch gerne mal im Stream gerne mal drüber reden. Das würde mich einfach freuen, genauso wie auf Twitch wir die 500 Follower voll bekommen oder vielleicht auch noch der ein oder andere Sub noch kommen möchte. Wie gesagt, seid ihr dann bei mir auf dem Community-Trailer dann verewigt. Und ich versuche das natürlich auch, mich zu revanchieren, ne? Also, dann wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Ihr wisst, was bei mir jetzt momentan auch so auf dem Programm ist, da ich auch noch ein paar Aufnahmen mache. Städtedreieck-Videos, die werden dann nach und nach kommen. Und ja, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal, euer Atalo. Ciao, ciao.